Was geht ab, Filmfreunde, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute reden wir wieder über einen meiner absoluten Lieblingsfilme, und zwar Eden Lake. Ja, ich habe ihn mir jetzt nochmal angeschaut, natürlich in der Uncut-Fassung. Ja, hier im Mediabook von Pretz Media, ein Exklusiv-Mediabook. Und ja, habe ich mir letztens gekauft irgendwann, ich glaube im März war das oder so. Ja, jo, es gab ja schon mal eins von NSM. Das habe ich aber jo, nicht mehr bekommen, weil das ist ja eine Rarität schon. Und ja, jetzt hier von Preetz Media auch ein richtig schickes Mediabook auf jeden Fall. Und jo, wir kommen direkt mal zur Story des Films. Um was geht's in Eden Lake? Es geht darum, dass ein Pärchen macht Urlaub an einem See oder ein Wochenende möchten die dort verbringen. Und ja, dann tauchen dort allerdings ein paar Jugendliche auf und die provozieren sie. Ja, machen die Musik laut, bis es dann allerdings ja schlimmer wird. Sie klauen ihnen die Strandtasche und klauen ihnen das Auto, weil da war die Autoschlüssel drin. Und dann eskaliert die ganze Situation beim Streit oder beim ja, Versuch, den Autoschlüssel zurückzuholen. Ja, stirbt der Hund des Anführers der Jugendbande. Und dann eskaliert die ganze Situation und die Jugendlichen machen eine gnadenlose und blutige Jagd auf das Pärchen. Ja, so viel zur Story. Mehr möchte ich jetzt hier nicht verraten, denn ja, je weniger man über diesen Film hier weiß, desto besser ist es auf jeden Fall. Ihr könnt euch ja hier auch nochmal die Story durchlesen, wenn ihr wollt. Ja, und was soll ich sagen? Kommen wir zuerst mal zum Gewaltgrad. Ich habe ihn vor Jahren mal gesehen in der geschnittenen FSK 18-Fassung. Ja, ich wusste es nicht, dass der in Deutschland hier nur in der Spiel-JK erhältlich ist. Ja, und die war, jo, da waren auch ein paar Szenen drin, aber hier, die waren natürlich nochmal einiges härter. Also, ja, hier sieht man nochmal ganz ehrlich so ein paar Sachen, die hat man in der FSK 18-Version gar nicht gesehen und nicht mal angedeutet. Und ja, das hat mich dann gestern schon gewundert, dass die wirklich so stark hier zensiert war. Und ja, der Gewaltgrad ist auf jeden Fall ordentlich hoch. Es gibt einige wirklich blutige Szenen und die gehen hier auch wirklich richtig. Ja, in den Magen kann man sagen, nicht nur wegen der gezeigten Gewalt, sondern auch wirklich wegen dieser Atmosphäre und überhaupt der ganzen Thematik. Aber das merkt ihr dann, wenn ihr euch den Film anschaut. Auf jeden Fall ist der Gewaltgrad auf jeden Fall ordentlich hoch. Jetzt nicht ultra brutal, aber auf jeden Fall ordentlich hoch. Ja, dann kommen wir mal zu meiner Rezension, zu meiner Bewertung zu Eden Lake. Es ist auf jeden Fall einer meiner absoluten Lieblingsfilme. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Und ja, woran liegt das? Es liegt einfach daran, dass dieser Film ja, unglaublich spannend inszeniert ist und eine richtig gute Atmosphäre hat. Also schon zu Beginn, wenn dann eben dieser Streit mit diesen Jugendlichen, ja, losgeht, dann fragt man sich schon so als Zuschauer, was soll das eigentlich? Was wollen die eigentlich von diesen, ja, von diesem Pärchen, das eigentlich gar nichts gemacht hat und die fangen da wirklich sinnlos an, irgendwie zu provozieren und ja, man bekommt da wirklich auch, wenn der Film dann so ein bisschen voranschreitet, einen ziemlichen Hass auf die. Und ja, das ist auf jeden Fall ja richtig gut inszeniert hier. Und jo, der Film möchte auf jeden Fall schockieren und das schafft er auch. Also wenn dann dieser Streit hier eskaliert, das ist schon sehr gut inszeniert und auch nicht weit hergeholt. Das wirkt schon sehr realistisch. Und ja, das hat mir hier richtig gut gefallen auf jeden Fall. Dann, ja, natürlich diese Folterszenen zum Teil. Ich möchte jetzt hier nicht so spoilern. Gibt es auf jeden Fall auch. Die Jagd durch den Wald, das ist alles ein richtig gut gemacht, richtig toll inszeniert. Die Atmosphäre baut sich Stück für Stück auf. Und ja, der Film wirkt dann zu Beginn ja wirklich sehr idyllisch, aber entpuppt sich dann als wirklich bedrohlicher, dramatischer und ja, äußerst atmosphärischer Horrorfilm, was mir wirklich richtig gut gefallen hat. Der kippt wirklich richtig fies dann nach ja, so ein paar Minuten. Und das ist wirklich richtig top inszeniert hier und hat mir auch extrem gut gefallen. Was mir auch richtig gut gefallen hat, war natürlich die schauspielerische Leistung. Also unsere Hauptcharaktere, Michael Fassbender und Kelly Reilly, glaube ich, hoffentlich täusche ich mich jetzt nicht, machen hier wirklich einen richtig guten Job. Also Hammer, die haben wirklich eine richtig gute schauspielerische Leistung. Und auch die Jugendlichen spielen ihre ja, Rollen richtig gut. Also man nimmt ihnen das Ganze auf jeden Fall ab und entwickelt, wie schon gesagt, so einen richtigen Hass dann gegen diese ja, Jugendlichen. Also wirklich top gespielt, hat mir richtig gut gefallen. Und was mir weiterhin richtig gut gefallen hat, ist das Ende. Also das Ende ist hier wirklich extrem böse. Das ja, geht richtig in den Magen und damit rechnet man auch nicht als Zuschauer.
Ja, ich möchte hier natürlich nicht spoilern, das seht ihr, wenn ihr euch den Film anschaut, aber das Ende, meine Güte, das hat mich beim ersten Mal schauen, natürlich bei der geschnittenen Fassung damals, aber das hat mich beim ersten Mal schauen wirklich ziemlich mitgenommen und ja, auch jetzt hier beim, ja, dritten Mal schauen hat es mich auch ziemlich mitgenommen und ja, was soll ich sagen, nicht ohne auf jeden Fall. Man bleibt auf jeden Fall am Ende, wenn der Film vorbei ist, jedenfalls mal sitzen, wenn man ihn zum ersten Mal gesehen hat und denkt sich, wow, also nicht ohne das Ganze, man ist dann schon erstmal schockiert, so viel kann ich sagen. Aber das merkt ihr dann, wenn ihr euch den Film angeschaut habt. Ja, Freunde, was soll ich noch großartig sagen? Es ist wirklich ein richtig super toller Terrorfilm, wo ich jedem nur empfehlen kann. Er punktet natürlich auch hier in der Uncut-Fassung mit ein paar, ja, sehr expliziten Szenen auf jeden Fall, aber weiß auch anderweitig zu schockieren und das hat mir natürlich richtig gut gefallen. Er hat eine richtig gute Story, baut sehr gut Atmosphäre auf und jo, was soll ich hier noch großartig schwärmen? Es ist einfach ein rundum gelungener Horrorfilm, der wirklich mal was anderes ist, den es so noch nicht gab und ja, einfach nur darauf ausgelegt ist, den Zuschauer wirklich zu terrorisieren und das funktioniert hier wirklich auch mal, entwickelt einen richtigen Hass auf diese, ja, Jugendlichen, wie schon gesagt. Und jo, er überzeugt, wie gesagt, mit einer richtig guten Atmosphäre, die sich stückweise aufbaut, ja, blutigen Effekten und natürlich auch, ja, einer wirklich super tollen Story und jo, mit einem schockierenden Ende, was einen wirklich erstmal mit offenem Mund sitzen lässt und ja, einen wirklich schockiert. Jo, Freunde, dann schreibt mir jetzt gerne mal eure Meinung zum Film in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich finde ihn wirklich richtig gut. Top-Film auf jeden Fall. Und absolut einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Richtig guter Terrorfilm auf jeden Fall. Und den kann ich wirklich jedem nochmal empfehlen. Das ist ein Muss. Schaut euch echt den Film wirklich mal an. Richtig krasser Film auf jeden Fall. Ja, Freunde, dann schreibt mir eure Meinung zum Film gerne mal in die Kommentare. Und natürlich auch, wie ihr mein Video fandet. Und natürlich auch, welches Mediabook ihr habt. Ob ihr überhaupt ein Mediabook habt. Und wenn ja, welches Cover. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's auf jeden Fall gut. Lasst mir natürlich wie immer ein Like und ein Abo da. Und dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Movie Pyro 911. Und ciao! Ich bin